Hallo, herzlich willkommen zusammen. Ich habe ja doch einige von der Wiese und dem Chunk weggelockt. Das freut mich ganz besonders, dass ihr da seid. Ich erzähle heute ein bisschen was über Disintegrating Rockets, genauer Softwarefehler in der Raumfahrt und wie wir versuchen, sie zu vermeiden. Ich habe irgendwie bei dem Einreichen nicht so genau auf die Zeit geachtet, aber ich dachte, halbe Stunde, dann ist mir eingefallen, irgendwie, oh, Q&A. Das heißt, der letzte Teil ist relativ knapp geworden, dieses, wie wir versuchen, es zu vermeiden, aber kommt, ihr wollt doch eh nur wissen, warum Raketen explodieren. Warum stehe ich eigentlich hier und erzähle den Kram? Also, was qualifiziert mich dazu? Also, erstmal gar nicht so viel. Ich arbeite für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, mache da Softwareentwicklung und beschäftige mich vor allem mit Software Engineering. Und das ist halt, wie ich auch auf diese Probleme drauf gucke. Also, wo genau ist denn was schiefgegangen und warum und wie hätte man das vor allem vermeiden können? Ja, und dann kommen wir zu dem, wofür ihr da seid, nämlich die Geschichte der Space Fails. Was ist da so ein bisschen losgegangen? Und da kommen wir auch direkt zum allerallerersten. Und allererst ist wirklich, das ist noch ein bisschen in den früheren Zeiten der Raumfahrt, 1962, die Mariner 1. Das war, wie die 1 vermuten lässt, die erste Mariner-Sonde. Und das Ziel war schon ganz ambitioniert. Wir wollten nämlich an der Venus vorbeifliegen und mal so einen Blick drauf werfen. Spoiler Alert, hat nicht geklappt. Das Problem, was aufgetreten ist, ist ja so einfach, wie es heute immer noch passieren kann und all das. Und zwar, man hat halt irgendwie spezifiziert, wie das Ganze denn so funktioniert. Da gab es eine schöne Formel. Ah, guck mal. Und bei der manuellen Abschrift in den Code wurde eine sogenannte Überstrich vergessen. Wer weiß, was ein Überstrich ist oder im Englischen Overbar? Zwei, drei melden sich. Ich wette, ihr wisst es alle. Wenn ihr nämlich 2,33333, da gab es diesen Periodenstrich, das ist der Überstrich. Musste ich auch erstmal lernen. Naja, also der wurde vergessen. Dementsprechend gab es eine inkorrekte Formel im Steuerungsprogramm. Wäre jetzt nicht ganz so schlimm gewesen, weil eigentlich sollte die Steuerung von Ground Control ausgehen. Da war aber auch ein Bug, das hat auch nicht funktioniert. Also hat der Autopilot übernommen. Und ja, das tat halt nicht. Der hat beschlossen, wir fliegen jetzt in eine andere Richtung. Also es gab eine relativ starke Kursabweichung. Und dann musste man sich so ein bisschen entscheiden, was man tut. Weil Kursabweichung, der Autopilot war, Kommando von unten ging nicht mehr, wir hatten also keine Kontrolle, man konnte nicht mehr sagen, mach mal was anderes. Und dann wurde die Selbstzerstörung aktiviert. Also richtig, da gibt es diesen Kill-Switch nach 294,5 Sekunden. Wer rechnen kann, es sind fast 5 Minuten. Warum fast? Nach 5 Minuten hätte sich die obere Stage getrennt und eine Selbstzerstörung wäre nicht mehr möglich gewesen. Und was man ganz schnell ausgerechnet hat, wäre der Crash von dem oberen Teil oder so, das wäre halt entweder zwar in einem größtenteils unbewohnten Gebiet passiert oder in einer nordatlantischen Schiffsverbindung. Ja, man hat sich dann halt beschlossen, das Ganze hochzujagen. Und ja, gekostet hat das den Steuerzahler 18,5 Millionen Dollar. Und man fragt sich, warum zur Hölle gab es denn dafür keinen Test? Heutzutage würde man ja einfach so eine Funktion mal durchrechnen lassen und einen Test schreiben. Naja, ich verweise da auf das Jahr 1962. Das war, bevor der Begriff Software Engineering überhaupt geprägt wurde. Das passierte irgendwie 68 auf einer NATO-Tagung in Garmisch-Partenkirchen, falls wen interessiert. Das heißt, bis dato war so der Entwicklungsprozess, wie man ihn nennt, Code and Fix. Das heißt, ich schreibe meinen Code, packe ihn in Production und wenn was kaputt geht, fixe ich ihn. Gut, die Softwareentwicklung hat Fortschritte gemacht. Wir sind im Jahr 1988 mit Phobos 1. Phobos 1 hatte wieder ein weites Ziel. Diesmal geht es nicht um die Rakete, also der Start hat schon mal funktioniert, das sage ich schon mal. Und die Sonde war dann munter unterwegs. Hier gibt es eine künstlerische Darstellung, weil Fotos, ja, also da war noch nicht so viel unterwegs, dass wir es da oben fotografieren könnten. Das Ziel war, Mars sowie die Monde von Mars, Phobos und Deimos zu erforschen. Mal wieder, man war schon ein bisschen schlauer, man hat gesagt, okay, wir haben so Kommandos, die die Techniker hochschicken. Und er hat aber so einen Techniker einen Bindestrich vergessen.
Also mal wieder, Übertragungsfehler, kennen wir schon, ne? Also jemand hat nicht aufgepasst. Aber man war schlauer, man hatte ein System, einen Computer, der checken sollte, ob die Kommandos richtig sind. Der war jetzt aber kaputt. Was macht der Techniker? Experte? YOLO! Dies passt schon. Leider nicht. Dadurch wurde automatisch das End-of-Mission-Kommando ausgeführt, was eigentlich weiter hinten kam. End-of-Mission heißt, alle Systeme fahren runter, keine Kommunikation oder Kontrolle mehr möglich. Das war 2 Monate in die Mission. Hups. Es ist halt, also so als Software-Ingenieur ist das auch so ganz typisch, ich habe Tests gebaut, da ist ein Sicherheitsding, aber keiner benutzt es. Kennen wir heute auch noch, machen die Leute heute immer noch gerne. Wieder ein kleiner Sprung, 1996, eine der etwas bekannteren Missionen, die schiefgegangen ist, Ariane 5. Sollte Satelliten in die Magnetosphäre der Erde bringen, also gar nicht so ein groß weites Ziel, nur da hoch. Es war der Jungfernflug der Ariane 5 und der Fehler ist besonders schön, es ist ein Overflow. Klingt, ich höre da vorne schon jemand, der weiß es, genau. Also es war irgendwie eine 64-Bit Floating Point und die wurde gecastet zu 60-Bit Signed Integer, also kommt man schon so, okay, wie kann sich sowas einschleichen? Na, man war eigentlich ganz clever, man dachte sich, ey, bei der Ariane 4 hat dieses Modul, das war ein, ich muss mal nachlesen, Inertial Reference Platform, also so eine Navigationshilfe, hat die super funktioniert. Wir sparen Geld, wir benutzen die wieder. Also eingebaut, losgeflogen, hat nicht so geklappt. Das Problem, was passiert ist, ist wirklich eine schöne Kette. Also diese Navigationshilfe hat halt, also die Ariane 5 ist halt eine neuere Rakete als die Ariane 4 und damit auch schneller. So, ne? Also neuer ist ja immer schneller. Dadurch ist diese Beschleunigungszahl, also da, wo da gerechnet wird, größer geworden. Deswegen hat die plötzlich den 16-Bit-Raum verloren, also verlassen, und deswegen kam es zum Overflow. Das ist, wie gesagt, in Ariane 4 nicht aufgetreten, also nicht aufgefallen, sagen wir es eigentlich. Also weil die Rakete schneller war, hatten wir den Overflow. Der Computer hat, ist halt ausgestiegen, aber da waren ja gute Entwickler drin, die haben gesagt, ey, wenn was schief geht, dann senden wir Diagnostik, also geben wir Diagnostikdaten aus, damit wir nachvollziehen können, was zur Hölle ist denn eigentlich schief gegangen. Ja, das müssen aber auch die anderen Systeme wissen, dass das Daten für die Diagnostik, also für die Diagnose ist. Der Autopilot wusste das nicht. Der hat den einen Teil für die Position, den anderen als die Beschleunigung gesehen. Hat den Kurs entsprechend angepasst. Da kam es dann zu einer ziemlich drastischen Winkeländerung und ich sag mal, das hat nicht funktioniert. Also wenn man so fliegt und dann beschließt, ey, rüber, das hält dann auch so eine Rakete nicht aus. Und hier kommt mein Lieblingswort, der Launcher disintegrierte nach 39 Sekunden. Dazu muss man sagen, also das ist so auch so ESA-Sprech und allgemein in der Raumfahrt, ja, so eine Rakete explodiert nicht oder crasht, die desintegriert. Das Ganze hat gekostet 370 Millionen und ist bis heute einer der teuersten Software-Bugs der Welt. Also kann selbst Telekom nicht mithalten. Und man hätte das Ganze vermeiden können, indem man einen Integrationstest gemacht hätte. Also einfach mal die Systeme zusammenstecken. Man war so, also alles bisher waren immer so Vermutungen. Natürlich, ja klar, ein Test hätte geholfen oder so. Hier ist es, die haben das mal nachgebaut. So, ja, wir machen jetzt mal einen Integrationstest, um zu gucken, ist es wirklich daran gelegen? Ja, ist genauso schief gegangen. Hätte man vorher wissen können. So, kommen wir zurück zu Mars und 1998. Der Mars Climate Orbiter sollte zum Mars fliegen, drumherum, bisschen den Mars erforschen und auch noch als Kommunikationsrelay dienen für spätere Missionen. Ja, also man sollte sich schon einigen, in welchen Einheiten man arbeitet. Die einen haben Pound Force genommen, die anderen Newton. Das Ganze ist dann schiefgegangen. Also wir hatten auf dem Ground Control Software A,
die hat halt schön gerechnet, das Ganze in Poundforce rangegeben an Software Teil B. Teil A war von Lockheed Martin entwickelt, Teil B von der NASA. Die NASA hat halt, wie es in der Spezifikation erwartet, dass da jetzt Newton kommen. War halt nicht so. Und dann kam es halt zu einer kleinen Abweichung und geplant war halt auf 226 Kilometer Höhe anzukommen. Jetzt waren es nur 57. Bis 100 oder 80, da gibt es so verschiedene, wäre es noch gut gegangen. Aber so desintegrierte das Ganze mal wieder in der oberen Atmosphäre und hat 327,6 Millionen Dollar gekostet. Man muss dazu sagen, die Schuld wurde nicht an Lockheed Martin gesetzt, weil die haben zwar die Spezifikation nicht aufgepasst, aber NASA hat gesagt, ja, wir haben auch nicht getestet. Also das ist ein Doppelfail. Zu dieser Zahl, die ist jetzt natürlich sehr groß, möchte ich sagen, das sind nicht nur die Kosten für diesen Orbiter, sondern auch nur für, noch für den Polar Lander, der mit in diese Mission gehört und den ganzen Betrieb. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre der am Polar Lander gelandet. Also den haben sie halt kurz hinterhergeschickt, also ne, 98, 99, die Schritte wären kleiner. Und der sollte halt auf dem Mars landen und ein bisschen irgendwie die Steine und das Klima erforschen, also so ein bisschen rumgucken. Auch hier wieder mal eine künstlerische Darstellung. Der Fehler hier war ein bisschen einfacher, der ist nämlich im Landen gewesen. Und dann hat es halt, weil, ja, das ist halt so Atmosphäre, ne? Und also gab es ein bisschen Turbulenzen, es hat vibriert. Und dann dachte die Software, oh, das ist das Signal, wir sind da. Alles stopp. Triebwerke abgeschaltet und aus 40 Metern Höhen aufgeschlagen. Damals hat man diese Landungen immer versucht, sehr, sehr filigran zu machen und sehr graziös. Also hat er nicht überlebt. Na, und so kommen wir zu den 327,6 Millionen. Aber Mars ist wirklich schwierig. Wir kommen so ein bisschen in die jüngere Zeit, der ein oder andere kennt's. Die Sonde, die keiner gut aussprechen kann, Schiaparelli, sollte auf dem Mars landen, sollte da auch ein bisschen forschen. Nummer drei von denen, die es nicht geschafft haben. Es gab nämlich einen unerwarteten negativen Wert. Und das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, weil egal, was wir mit dem Software-Engineering, mit Tests und Co. machen, es passieren immer unvorgesehene Dinge. Hier ist Folgendes passiert. Diese wunderschöne Box, die wir da gesehen haben, dieses flache Ding, ist runtergekommen. Parachute, also hier der Fallschirm auf, alles super. Pendelt da runter, ja, dass das so ein bisschen wackelt. Turbulenzen kennen wir ja jetzt schon, das Problem hatten wir schon mal. Dass das was wackelt, ja, und dann hat sich das aufgeschaukelt und ist über 90 Grad gegangen. Ja, ja, genau, ne? Da kommt der negative Wert her. Für wirklich nur tausendstel Millisekunde, also ganz, ganz kurz, war der Meinung, 36 Kilometer über der Erde, nee, unter. Fuck, wir sind schon längst gelandet. Fallschirm weg. Rückschale weg, Bremstriebwerke aus nach 3 Sekunden statt 30. Oh, 3,7, ich glaube, das stimmt nicht, egal. Also auf jeden Fall aus diversen Kilometern Höhe ist das Ding dann eingeschlagen. Und alles, was wir sehen, ist den Krater. Also hier in dem linken, was ich Ding, na, ihr seht dieser kleine schwarze Punkt, das ist er. Und wenn wir rechts gucken, so jetzt Kamera, Achtung, ich laufe mal rum, ne? Hier sehen wir verschiedene Dinge, also hier das da, das ist die Einschlagstelle, das Schwarze, also man sieht ja auch schön so ein bisschen den Winkel und wie das noch so diese schwarze Linie, das ist so, ne, also weil schräg eingeschlagen ist. Hier unten, da sehen wir den Fallschirm und die untere Schale und da oben sehen wir die obere Schale, die es abgehauen hat, also die ist noch ein Stück weiter geflogen, wie man sieht. Naja, also wenn ich auf Mars, ich würde mich echt beschweren, dass wir da immer Müll hinschmeißen. Aber ja, ne, jeder, also so hinterlassen wir auch unser Zeichen. Kaputte Roboter und zerschellte Sachen auf dem Mars. Gut, 2017. Also wir haben jetzt gerade gelernt, so, es passieren immer unvorhergesehene Dinge. Klar, da kann man nichts machen. Aber manchmal, also egal wie gut man ist,
Unvorhergesehenes, aber es kann auch ganz, ganz blöd sein. Und das ist die Sojus 2.1b. 19 Satelliten, also hatte richtig schön viel Zeug dabei, sollte es in Orbit bringen. Ja, der Techniker wusste nicht so richtig, wo er ist. Das Ganze sollte eigentlich in Baikonur starten. Das ging dann nicht, dann hat man es verlegt nach Vostochny. Und keiner hat die Koordinaten geändert. Mal so zur Verdeutlichung, das sind so fast 6.500 Kilometer mit dem Auto. Ja, kann man sich mal vertun. Ne? Also, ich fahre schon mal zum falschen Arbeitsweg. So, ja, puh, gut. Also, was ist passiert? Die obere Stufe konnte sich nicht ausrichten, weil das war halt irgendwie schon, ne, in eine andere Richtung. Die Triebwerke feuerten dann in die falsche Richtung, also Richtung Erde. Und das Ganze ist dann in der Atmosphäre verbrannt. Ja. Also warum zur Hölle geht eigentlich so viel schief? Und das möchte ich so ein bisschen beleuchten. Der einfachste Grund ist, hell yeah, it's rocket science. Den Ausdruck gibt es nicht ganz so ohne Grund. Aber kommen wir zu den wahren Gründen. Wenn wir Sachen ins All schicken, gerade zu Mars, zu Venus oder irgendwo hin, was da alles geplant ist, wir haben zwar eine grobe Idee, was uns da so wartet, aber so richtig genau wissen wir es nicht. Da sind irgendwelche Winde, von denen wir nicht gerechnet haben, irgendwelche Turbulenzen, wir wissen nicht, wie die Atmosphäre genau ist. Das heißt, egal was wir machen, es wird weiter Fails geben, es werden Dinge schief gehen. Weil Raumfahrt ist ganz schön schwer. Es gibt ganz schön viel, was man da reinbauen muss. Und zwar das auch noch in alte Technik. Also so ein paar Satelliten, die haben da so Speicher. Ja, was glaubt ihr, was so ein Satellit, so ein einfacher hat an Speicher? Hat da jemand eine Idee? Irgendwer? Was, ruhig reinrufen. Okay, das waren zu viele gleichzeitig, verdammt. Okay, also wer an GIG oder MB denkt, ihr seid zu groß. Wir sind so im Bereich von ein paar KB teilweise. Der Grund ist, die Strahlung, die da oben unterwegs ist, die haut halt da einfach durch, also normale Chips und Co. Das ist einfach diese ganzen Zellen, das ist einfach viel, viel zu klein, da fällt viel zu viel aus, das geht nicht, das ist alte, verlässliche Technik, die einfach mal gerne aus dem letzten oder vorletzten Jahrzehnt ist, mit der da gebaut wird. Vieles von dem, was ich gezeigt habe, ist eine ganze Weile weg. Also das ist jetzt so irgendwie, war Anfang der 60er oder aus den 80er, 90er. Bei vielem, was wir heute haben, Test-Frameworks, Continuous Integration und Co., das gab es damals nur im bedingten Umfang. Also am Anfang gab es nicht mal Editoren richtig, die einem Syntax-Highlighting gemacht haben. Da wurde der Kram auf irgendwelchen wirklich schlechten Thermodruckern ausgedruckt und dann sollten alle nachlesen, ob der Code stimmt. Ich will sehen, wer das von euch kann. Ich meine, ich kann nach 2 Wochen meine Kassenzettel nicht mehr lesen. Geschweige denn irgendwie übersehen, ob da jetzt auf diesem Shitty-Drucker das ein Doppelpunkt oder ein Semikolon war. Und dazu muss man sagen, dieser Code wird geschrieben nicht von Informatikern, sondern natürlich von Experten in ihren Bereichen, die irgendwie so einen Kram zusammenschrauben, aber natürlich keine Ausbildung in Software Engineering haben oder irgendwas. Das heißt, die geben ihr Bestes und fachlich sind die top. Aber das mit dem Software-Schreiben ist nicht immer ganz so einfach. Den Disclaimer, den ich dazu sagen will, das hier war natürlich kein repräsentativer Auszug. Also alle haben ja mitbekommen, ganz, ganz, ganz viel hat funktioniert, ganz viel ist da oben unterwegs. Wir haben Erfolgsstories wie Curiosity, der seine Originallaufzeit bei weitem überschritten hat, jedes Jahr sein Geburtstagsständchen singt und immer noch rumfährt und Dinge für uns erforscht. Also das gibt auch Sachen, die funktionieren. Und wie ESA-Sprech ist, wir scheitern nicht, wir lernen. Das ist noch nicht das Ende des Talks. Aber danke. Meine Lieblingsstory zu wir scheitern nicht, sondern wir lernen ist, die Reaktion von der ESA war bei Rosetta und Philae, wo der Lander ja auf dem Komet vor allem alle gesagt, wenn der landet,
Also wenn er runterkommt, wir müssen uns sofort festhalten. Wenn er einmal bounced, dann springt er ins All. Dann gibt das nichts. Das kann nicht sein. Alle Experten in jede Kamera immer, nein, wenn das nicht beim ersten Mal klappt, der ist weg. Er ist ja dann gebounced zweimal. ESA-Pressemitteilung. Wir sind nicht nur einmal gelandet, wir sind dreimal gelandet. Ich mag die Jungs und Damen. Also was können wir ändern? Was haben wir getan, damit es besser wird? Natürlich hat sich einfach Softwareentwicklung weiterentwickelt. Und das heißt, es gab einfach eine Menge Methoden, die eingeführt werden und da wird wirklich hart dran gearbeitet. Es gibt Schulungen, wo die Leute hingeschickt werden. Das heißt, es ist nicht mehr okay, dass Forscher sozusagen vor sich hin schreiben. Wir machen Schulungen, wir helfen denen bei. Das ist auch Teil meines Jobs, sozusagen denen zu sagen, okay, hier, so macht man das richtig, so macht man das ordentlich. Es gibt mittlerweile einen kompletten eigenen Jobbezeichnung, die RSE nennt, das nennt sich Research Software Engineers. Das sind eben Leute, die Software Engineering können und Forscher unterstützen bei ihrem Code, um das Ganze alles besser zu machen, nicht nur in der Raumfahrt, sondern komplett. Das Ganze ist ein relativ neues Konzept, also hat einen Namen erst so seit 2-3 Jahren. Und natürlich, ich meine, das ist nicht nur, ich meine, wir sind hier in Deutschland, es gibt Standards. Zugegeben, ECSS ist ein europäischer Standard, in dem ist im Kleinsten definiert, was muss dokumentiert werden, wie muss getestet werden, was muss alles gemacht werden. Und ich kann euch sagen, das ist kein Spaß. Also jeder, der in der Raumfahrt arbeiten will, treffe ich immer, ja, total geil. Ja, dann musst du ECSS-Standards machen, das ist kein Spaß. Also das ist alles andere, was ihr an Standards je gelesen habt. Vergesst es. ECSS, da wird spannend. Und wir machen es natürlich uns einfach. Denn es gibt schon so ein paar Sachen, wie man sich behelfen kann. Zum Beispiel kann man seinen Sachen, die man losschickt, wie Curiosity oder auch Philae oder so, naja, man schickt die los mit dem Code, den sie brauchen, ne, für den Flug oder bei Philae und so zum Aufwachen. Aber der muss ja noch nicht wissen, wie er landet. Der ist ja 10 Jahre unterwegs. Ey, das ist ganz schön viel Zeit, um den Code zu schreiben. Und ja, es klingt albern, aber es wird gemacht aus guten Gründen, denn 10 Jahre sind eine Menge Zeit, da werden Softwaretechniken besser, Testing besser, man kann das Ganze optimieren, man hat viel, viel Zeit und das wird genutzt. Und ja, deswegen, also manchmal, wenn ihr so mitbekommt, da landet so ein Curiosity, der ist gelandet und dann hieß es so, ja, 2 Tage haben alle nichts dafür gehört, von dem Ding gehört, weil, ja, Software-Update. Und die Verbindung da hoch ist nicht so geil. Also haben wir es hier besser. Sprich, wir versuchen unser Bestes zu ändern. Menschliche Fehler, ne? Also so, ja, wo bin ich hier eigentlich? Das passiert weiterhin und es wird weiter Fails geben, weil wir nicht wissen, was uns erwartet. Aber generell kann ich sagen, es funktioniert, wir machen vieles, es ist schön, wir lernen aus allem. Also ja, ESA spricht nicht falsch, wir versuchen aus allem zu lernen. Wir sind immer froh, wenn was schiefgegangen ist, bevor es sozusagen kritisch ist. Und ja, hoffen wir, dass das alles weitergeht und dass wir demnächst endlich auch wirklich auf dem Mars sind und dann auch wieder wegkommen. Damit vielen Dank, das war's und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, ich denke, wir haben genug Zeit für Fragen. Wer möchte, Mikrofon habe ich in der Hand. Gibt es Fragen an Carina? Einfach Hand heben. Dann husche ich hier durch. Ist das an? Ja, gut. Diese Ringkernspeicher, werden die eigentlich immer noch eingesetzt oder hat er mittlerweile doch einen Weg gefunden, diese ICs abzuschirmen? Und ich meine, das ist ja schon eine sehr adäquate Technik. Ich meine, die müssen ja immer noch von Hand gehäkelt werden. Also gut, die ich da gezeigt habe, das sind jetzt nicht ganz die, die noch eingesetzt werden. Aber es kommt wirklich drauf an, auf die Mission. Also alles, was so in der Erdumbereich ist oder so, das ist jetzt nicht so wild. Oder auch was da auf der ISS läuft, das ist ja geschirmt. Das sind immer noch die größeren, also mit größeren Zellen und Co., was da unterwegs ist. Aber wenn es so in Deep Space über lange, lange Zeiten geht, da wird noch relativ alte Technik bis heute verbaut teilweise, weil es einfach anders nicht möglich ist. Sonst hast du einen Ausfall, weil ja, zu viel RAM-Bereiche, Speicherbereiche weg sind und es hilft dir dann auch nichts oder auch von anderen Speichermedien. Also das ist, dies bleibt noch eine Weile, glaube ich, so. Also es gibt da natürlich immer ein bisschen Weiterentwicklung, aber es ist noch eine Herausforderung, dafür Code zu schreiben. Okay.
Super, vielen Dank. Könntest du vielleicht einen Bug erzählen, der schön ist und den ihr vorher rechtzeitig gefunden habt? Aus der Raumfahrt habe ich jetzt nicht ganz ein Beispiel, aber aus der Luftfahrt, da gab es mal, ich glaube es war der F-15, ist nicht so mein Lieblingsbeispiel, aber da haben sie in der Simulation mitbekommen, dass wenn der, ich glaube, die Datumsgrenze überfliegt, sich über den Kopf dreht. Also glücklicherweise, bevor einer drin saß, wie gesagt, in der Simulation, haben sie dann gefixt. Also vor dem ersten Testflug, also ja, da gibt es ganz viel, was gefunden wird, aber das wird nicht immer öffentlich gemacht, weil, ja, also, es gibt auch ein paar Sachen, die wurden dann gefunden, also das sind aber eher bei anderen Tragödien, die ich jetzt hier nicht vorgestellt habe, wo man sagt so, Alter, wieso ist das Thema gut gegangen? Also auch das gibt's, die findet man dann plötzlich, also Raumfahrt ist schon so ein heikles Ding. Bei so einer Mission gibt es ja extrem viele Systeme, sehr viele Hardwarehersteller, Softwareentwickler. Wie viel Kontrolle hat man denn als DLR, ESA oder überhaupt dann noch über die Komplexität des Systems? Also das macht also vor allem die ESA, ist wirklich, viele denken ja mal, die ESA macht so viel selbst, aber eigentlich gerade Softwareentwicklung machen die relativ wenig, das geben die alles raus an externe Firmen. Und die machen das wirklich über Standards und Dokumente, also das ist ein wahnsinnig trockener Job. Also im Sinne von, dass man wirklich sagt, man macht Spezifikationen, Requirements, Testing, das ist alles ganz, ganz genau definiert, wie sich alles verhalten muss, weil das ist die einzige Möglichkeit, so komplexe Sachen ans Laufen zu kriegen und das zu machen. Also da ist einfach eine Menge Bürokratie hinter, muss man sagen. Und sehr rigorose Vorgaben eben in diesen Standards, was das Testing angeht. Der Standard hat auch nochmal verschiedene Ebenen, je nachdem, was für Raumfahrt man betreibt. Also die oberste Ebene, das ist was, was wir in Deutschland gar nicht machen. Also dafür schreiben wir gar keine Software, ist nämlich die, also Raumfahrt mit Leuten. Also bemannte Raumfahrt. Dafür machen wir gar nichts, weil wir gar nicht die Zertifizierung und Co. haben, dass wir so hoch zum Beispiel schreiben. Ich bin da auch ganz froh drum, um ehrlich zu sein, das will ich gar nicht so richtig. Ich kann mir vorstellen, dass ein Weg gegen diese Probleme ist, dass man Redundanzen einbaut. Wie viele verschiedene Code hat man, der das Gleiche tut? Also Redundanzsysteme, also im Sinne von verschiedene Fallbacks oder so gibt es. Also haben wir ja gesehen, ne? In dem einen Beispiel hatten wir ja eigentlich sozusagen, sollte eigentlich Ground Control, aber wenn dann halt die Kommunikation failt, dass dann das nächste einsetzt, da gibt es schon Redundanzen. Aber es kommt da auch wieder drauf an, auf die Mission. Also bei bemannter Raumfahrt gibt es viel, viel mehr Redundanz, weil da ist einfach ein ganz anderes Risiko. Aber bei anderen Sachen, das ist alles Gewicht. Also alles, was du ja reinbaust, ist wieder Gewicht. Und jedes Gramm oder jedes Kilo, was du sparst, spart wiederum Treibstoff und Co., was wieder das ganze Ding dir wieder ermöglicht, andere Sachen mitzunehmen. Also es ist eine richtig krasse Kette. Jedes 100 Gramm, halbes Kilo, was gespart wird, wird gespart. Das heißt, bei Redundanzen versucht man, auf das zu gehen, was muss, aber auch nicht mehr. Und ja, da kommt es dann auf die Mission an und die Kritischkeit. Und naja, wenn da nur ein paar Satelliten drin sind, ist so eine BWL-Abrechnung, ne? So. Okay. Ansonsten bin ich mir sicher, Carina steht noch zur Verfügung draußen auf der Wiese. Auf der Wiese bei Junk. Genau. Ja, herzlichen Dank. Gerne.